Moin moin, Mahlzeit, willkommen zurück, ihr Lieben, zu Watch Dogs 2. Wir stehen hier vor unserem Hackerspace und wir hatten ja gestern, beziehungsweise für euch in unserem letzten Teil, okay, eine Mission angenommen, wo wir den Park erkunden sollten, wollte ich gerade sagen. Es lohnt sich, die San Francisco Bay Area zu erkunden. Ja, das hatten wir, glaube ich, gestern schon. So. Wir gucken mal Die gerade. App ist runtergeladen und ich bin im Park. Was teste ich denn? Mach Profile von deiner Umgebung. Leute, Geräte und so. Schau, was du rauskriegst. So finden wir unsere nächsten Ops. Und indem wir Ops durchführen, die den Leuten wichtig sind, wecken wir ihr Interesse an DedSec. Je mehr Follower die App runterladen, desto mehr Infos kriegen wir. Der Kreislauf des Lebens. Oh, und schau, ob du Komponenten findest, die bei unserer Forschung helfen. Hipster Kaufmann! Die App ist ein Data Mining Tool. Des Todes! Okay, okay, ich hab's kapiert. Also, was jetzt? Das liegt bei dir. Du kannst tun, wonach dir gerade ist. Wir posten Orbs in der DedSec App. Und für die kriegen wir Follower. Und Follower sind unser Tester. Follower bedeuten Computer. Damit kriegen wir mehr Rechenleistung und damit größere und krassere Orbs. Okay, also das Ziel ist anscheinend irgendwie so ein Botnet aufzubauen, um damit DedSec, beziehungsweise nicht DedSec, sondern Bloom zu schädigen. Und interessanterweise ergibt das sogar in irgendeiner Art und Weise Sinn. Ich dachte, diese Follower-Aktion wäre vollkommen sinnlos, aber das macht schon durchaus Sinn, dass man quasi die Rechner der Follower anzapft und damit ein Botnet aufbaut. Ist ein interessanter Ansatz, wie ich finde. Hey, also was war das mit Bobo Dix? Bobo arbeitet doch an einem neuen Album, ja? Hab davon gehört. Du wirst es nie hören. Der Wichser Gene Carcany hat gerade Millionen geblecht, um es für sich allein zu kriegen. Was will ein großer Pharma-CEO mit einem Rap-Album? Der Typ hat eine riesige Bobo-Sammlung. Und sicher will er das Ding an seiner Wand, wie eine verfickte Trophäe. Er lässt einfach seine Kohle raushängen. Weißt du, ob Bobo angenommen hat? Hat sich noch nicht dazu geäußert. Aber er wird's tun. Ist viel Geld. Vielleicht ist noch Zeit für eine Intervention. Zeit für eine was? Okay. Nicht verfolgt, hallo Welt. Entdecke Der Name Gene Carcany sagt euch doch sicher was. Das ist das Arschloch, das im Fernsehen damit prahlt, dass er den Preis für Leukämie-Medikamente anhebt. Ach, der meistgehasste Mann in Amerika. Wieso fragst du? Der ist ein riesen Bobo-Dakes-Fan. Er hat gehört, dass Bobo in der Stadt neue Songs aufnimmt und Millionen geboten, um das Album für sich zu haben. Echt dämlich. Das macht Bobo niemals mit. Der echte nicht. Also werden wir es für ihn machen. Ich werde mal sehen, ob Bobo uns ein paar seiner neuen Tracks leiht, als Beweis, dass wir echt sind. Wie kontaktieren wir Carcany? Ihr durchsucht für mich Interviews, Podcasts, was auch immer. Findet ein paar brauchbare Sätze. Wir machen ein Soundboard. Wow, gefällt mir. Fettes Like, Alter. So, und schon habe ich ganz viele Operationen verfügbar. Obwohl ich nicht mal ein Arzt bin. So, was haben wir denn hier? Stoff oder Staub? Okay, jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen klarkommen hier. Money, money, money. Das hat doch jetzt mit dem Kram überhaupt nichts zu tun, was ich hier jetzt gerade angenommen habe, oder? Ein hoher Preis, Nebenoperation. Das war, glaube ich, die Geschichte. Hacke Bobo Dakes Telefon. In San Mateo. Okay, das machen wir jetzt einfach mal. Das werden wir jetzt tun. Also hier müssen wir hin und wir sind da oben. Na gut. Alles klar, dann ab dafür. Das machen wir. Das kriegen wir hin. Hui, alter Poser. Marcus, Leute, der Cyberdriver-Trailer ist draußen. Oh ja, super. Hey, seht ihr nicht ohne mich an? Wir sehen uns im Hackerspace. Bin unterwegs. Aber ich brauche erstmal ein Auto. Der Hackerspace wäre natürlich jetzt gleich hier nebenan. Raus, sofort! So, komm her, gib mir mal gerade dein Bike. Das ist nicht dein Auto, das ist dein Motorrad. Weißt du nicht den Unterschied zwischen Auto und Motorrad? Nein, es ist ein Motorrad. Also bitte, den Unterschied müsstest du aber schon kennen. Das ist ja doof. Oh, der bremst aber.
Okay, so, also wir machen jetzt erstmal diese Nebenmission. Hoppala. Gut, dass ich ein Geländeauto habe. Denn es ist ja anscheinend kein Motorrad. Jaha! Oh. Okay, Silicon Valley bin ich hier, guck an. So, dann sind wir auch gleich schon da. So groß ist die Karte gar nicht mal. Es täuscht so ein bisschen. Aua. So, hier soll ich irgendwie... Autsch. Hier irgendwie hin. Dann will ich mal gerade gucken, ob wir da hochkommen. Nimmt an Zombie Walks teil. Eine Stripperin. Okay. Hey Stripperin. Ich kann in den Nahkampf mit der Stripperin gehen. Verlockend. Stylisch. Hi. Nudelt nach, wieso habe ich Albträume? Ist in einer Reality-Show aufgetreten und kommentiert Nachrichten-Stories. Na, ihr habt's doch alle mal drauf, Mann. So, den Typen da hinten soll ich hacken. Verdammte Scheiße. Nein, nicht dich. Dich. So. Okay, das war's schon. Ich habe einen neuen Bobo-Track, den die Welt noch nicht gehört hat. Wie kommt das Soundboard voran? Yo, ich bin Bobo Dix, Bitch. Perfekt. Also, wie kontaktieren wir Karkani? Ich besuche mal sein Anwesen. Bei der Aktion muss ich sein Gesicht sehen. Also, ich habe keine Ahnung, worum es hier eigentlich geht, aber es klingt lustig. Warum habe ich jetzt mein Bike weggeschmissen? So, okay. Warum wird mir das jetzt nicht hier angezeigt? Wie kam ich nochmal an meine Option? Also hier soll ich hin, okay. Ach, die DeadSec-App, genau, die war's. Ja, wie gesagt, mit der Steuerung, das ist alles noch so ein bisschen friemelig, weil es einfach doch ein bisschen umständlicher und komplexer ist als der erste Teil. Aber das kriegen wir alles hin. Kein Problem. Bam. So, hier sollen wir anscheinend rein. Ach so, auf Remus Server zugreifen. Ein physischer Hack. Das ist jetzt aber nicht wieder hier diese Dingensgeschichte. Nee. Nicht wieder dieses Sachen drehen, um irgendwelche Drähte miteinander zu verbinden. Das kann ich auf den Tod nicht ab. Knöpfen wir uns den Pharma-Clown vor. Das Arschgesicht hat's verdient. Der macht auch mal ordentlich Kohle. Okay. So, anrufen. Umständlich. Man muss erst L1 drücken. Hallo. Und dann X drücken. Was geht? Wer ist da? Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dix. Ach du Scheiße. Ich bin ein Riesenfan. Nimmst du mein Angebot an? Ja,
ich habe ein paar heiße Tracks. Echt jetzt? Fantastisch. Yep. Kann ich mal reinhören? Born and raised, bored and crazed, hate to slow the fuck away. Feeling lucky, you ain't the hero of the story. You don't go out in a blaze of glory. Make my day, tell them Boba sent ya. Scheiße, ist das krass. Dein bester Song, Mann. Gern geschehen. Das ist exklusiv, stimmt's? Sonst kriegt das niemand, nur ich. Yep. Wie läuft die Bezahlung? Bitte schon, eine Kohle läuft nichts. Schon klar. Muss wissen, wie ich es überweisen soll. Ja, sieh nach. Ah, da. Die Kontonummer? Yep. Aha. Gesendet und bestätigt. Ist bei dir. Großartig, Mann. Da wird ein Traum für mich wahr. Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dex. Was? Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Aber Gott schuf sich selbst nach Bobos Bild. Was laberst du denn da? Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dex. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Wow, was zum Teufel? Nein. Was? Kommt schon, was macht ihr da mit mir? Warum ich? Kommt schon! In ich gehöre zu den face. Guten! Es ist doch nur ein Geschäft, Mann! Ich habe Aktionäre, verdammt! Okay, das war schon recht lustig. Leute, er hat gerade 20 Millionen für die Leukämie-Forschung gespendet. Bitch, ohne Kohle läuft gar nichts. Yo, wer war das? Oh je. Klar. So viele Schandflecke in dieser Stadt. Überall Werbetafeln. Ich weiß noch, als Werbetafeln nur an den Highways standen. Das war wie Fernsehen. Eine Ablenkung auf einer langweiligen Fahrt. Jetzt ist alles völlig überfrachtet. Überall, wo man hingeht, will einem jemand was verkaufen. Super, sie hat mehr Sets erkannt als ich. Hier wurde ein VIP-Kunde ist in der Nähe. Hier wurde das Banking gefilmt. Du kennst Lacey nicht. Sauberkeitswahn. Die würde... Hat mehrere Computerviren, okay. Hier gibt's noch Geld anscheinend. Ah, ich betrete ein Sperrgebiet. Ja. Ja, das war nicht so clever. So, Kohle. Kohle gut. Und dann gehen wir auch mal wieder. Gehen wir auch mal wieder. Ah ja. Gut, alles klar. Dann denke ich, war's das auch mit dieser Mission, oder? Gibt's hier noch was? Ein hoher Preis. Ist abgeschlossen. Ist ein Haken dran. Na wunderbar. Alles klar. So, jetzt sollte ich zurück in diesen... Glückwunsch, Marcus. Unsere Followerzahl steigt schnell. Wie viele von denen erlauben uns auch den Zugriff auf ihren Computer? Alle, darum geht's doch. Die geben uns Zugriff auf ihre Leistung. Wir bauen ein wachsendes Computernetzwerk auf, das uns stärker macht. Unser eigenes Cloud-Computing-Netzwerk. Unterschreiben die denn einen Vertrag? Hiermit übergebe ich meinen Prozessor an DedSec? Wir sind transparent. Sie wissen, dass sie uns vor der Installation der App Zugriff auf ihre Rechenleistung geben. Aber niemals auf ihre persönlichen Daten. Da braucht man viel Vertrauen. Silicon Valley würde für solche Zugriffsmöglichkeiten töten. Ihr gesamtes Geschäft basiert auf dem Farmen privater Daten. Aber wir kümmern uns um unsere Leute, Mann. Deshalb treten sie unserer Bewegung bei. Um ein Zeichen gegen die Technokraten zu setzen. Ihr seid so sozial, Mann. So, was bist du hier? Du bist dieser VIP-Kunde wahrscheinlich. Oder VIP-Kunde. Hey, ich hab genauso ein Shirt. Die Anmache ist ja ganz neu. Kennen wir uns? Ja, von der Party, weißt du noch? Ich,
kann mich da nicht mehr so viel erinnern. Kann ich mir vorstellen. Was machst du gerade? Ich arbeite an einem Exploit für die neuen CTOS-fähigen Bankautomaten. Die haben eine Menge Features, die wir manipulieren können. Hast du Lust, das Ding zu testen? Oh ja, sehr gern. Schick's mir rüber. Super. Ich bin übrigens Kaylee. Marcus. Ich weiß, wir kennen uns schon. Ja, stimmt. Okay. Ich bin wohl bei der Testphase von Kayleys CTOS-Geldautomat-Exploit dabei. Wie, Leute beobachten nur, dass man ihnen in die Nase guckt. Cool. Träum ruhig, Ranch. Damit können wir geldgeilen Säcken eins auswischen. Oder den Underdogs helfen. Erst mal sehen, ob ich das Ding verstehe. So, neue Operation, der letzte Dollar. Aber ich will jetzt erstmal zurück in diesen Hackerspace hier. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Also ich muss mich hier echt noch ein bisschen zurechtfinden. Nichts da, nope. Das hier war's, glaube ich. Genau. Den muss ich machen. Ab in den Hackerspäß. Mit meinem super coolen Moped hier. Naja, dann wollen wir mal schauen, was da so geht. Was mit diesem Trailer hier los ist. Und dann mal gucken, wann es die erste richtige Mission gibt. Im Moment ja alles schon noch so ein bisschen Tutorial, so ein bisschen rumfahren und Stadtteile kennenlernen, Leute kennenlernen, etc. pp. Aber auch eigentlich ganz cool gemacht, alles nicht so fest vorgeschrieben oder so, sondern schon Open World mäßig gemacht. Quasi, du musst da irgendwie hinkommen, also klau dir ein Auto. Ohne, dass man irgendwie ein Tutorial hätte fürs Auto klauen oder fürs Autofahren oder so. Das wird einfach vorausgesetzt, dass man das irgendwie hinkriegt. Und das ist schon okay eigentlich. So, also hier geht's rein. Hi. Scheißhaufen. Du bist ein einziger Fehlschlag. Einziger Fehlschlag? Ich würfle eine 12 und habe ihn kaum getroffen. Aber es hat gereicht. Mein Paladin hatte nur noch einen Lebenspunkt, bevor ich alle mit einem Gebet an meine Schutzgöttin Arneson heilen konnte. Okay, was willst du hier von mir? Was hast du für ein Problem, Mann? Lebensmittelexperte, du. So, also, hier geht's rein. Tourist Information hier. Hallo, jemand zu Hause? Hinter den Kulissen geht es verdammt krass her. Das weißt du, sonst wärst du nicht hier, oder? Kann man so sagen. Okay, wir haben dich hier. Follower laden unsere App. Wir machen das Zeug publik. Wird schön, endlich mal zu sehen, was zum Geier da los ist. Okay. Hey, Renchi. Yo, Marcus. Hast du den Trailer für den neuen Jimmy Siska-Film gesehen? Ist der schon draußen? Ja, lass sehen, Mann. Nein, nicht da drauf. Dafür brauchen wir perfekten Sound, einen großen Bildschirm und was zum Hinsetzen. Wir brauchen Ruhe. Hast du ihn schon gesehen? Nein, ich habe auf dich gewartet. Echt cool. Danke. Okay, wir schauen jetzt den Trailer, also Klappe halten. Klappe halten. In einer durch Technologie verbundenen Welt. Ich will keine Gerechtigkeit, gottverdammt. Ein Mann streift über den Daten-Superhighway und verlangt Cybergerechtigkeit. Ich will Cybergerechtigkeit. Kann eine simple Zeile Code die ganze Welt vernichten? Das wird eine Cyberkatastrophe. Cyberdriver. Triff ihn mit dem Code-Strudelchip. Jimmy Siska ist. Ihr habt keine Wahl. Folgt mir oder
sterbt. Devon von Devon. Wir müssen diese Hacker in Sicherheit bringen. Das sind keine Hacker, das sind nur Script-Kiddies. Hey, das Auto antwortet. Das ist kein normales KI-Auto. Ich denke, nächstes Mal brauchen wir eine höhere Firewall, Mann. Cyber-Driver. Actionheld vom Feinsten. Sprechendes Auto. Gib's so, Josh. Das Auto ist cool. Ja. Wisst ihr, was ich denke? Wir drehen unsere eigene Version des Trailers. Cyberdrone. Und dieses Auto wird uns dabei helfen. Im Ernst? Sowas bringt uns einen Haufen Follower. Jo, zuerst gehen Josh und ich zum Studio und holen das Drehbuch. Wir sehen mal nach, welche anderen Perlen es noch über DeathSec gibt. Und wir suchen das Auto. Okay, wie läuft das jetzt? Geben wir eine Warnung raus? Nein, wieso sollten wir? Die sichern nur alles ab. Nein, lass sie doch. Keine Sorge, Cyberboy. Nein, nicht. Hackerfilme werden eben gehackt. Was für ein schlechter Film das ist, Mann. Cyberdriver. HMP Studios. Ihr alleine seid für diesen Cyberdriver-Reinfall verantwortlich. Billige Stunts und schlechte Dialoge sind eine Sache. Aber ihr beleidigt unsere Intelligenz. Und das ist unentschuldbar. Offenbar muss euch jemand zeigen, wozu Hacker wirklich imstande sind. Und weil ihr nicht gleich zu uns gekommen seid, kommen wir jetzt zu euch. Wir starten Operation Hack und weg. Wir zeigen euch, was Hacker können. Wir DeathSec. Hack und weg. Okay, ich weiß nicht, ob das teilweise wirklich ernst gemeint ist, dieser Humor, oder ob das wirklich, ob die sich damit selber so ein bisschen verarschen wollen. Wenn es ernst gemeint ist, ist es echt schlecht. Also dieser Von Devon ist ein Rennfahrer, dessen Freund ein KI-Auto baut. Der Wissenschaftler wird von einer Killerin umgelegt. Und irgendwo da drin müssen ein paar Hacker vom Auto gerettet werden, bevor sie den Präsidenten gefährden. Der Film klingt total logisch. Ja, finde ich auch. Der Film klingt total logisch. Hey, Josh. Heimüberwachung schockiert die Leute wohl noch immer. Das läuft doch schon seit Jahren. Kann sein, aber es ist ein Unterschied, ob man sich deswegen Sorgen macht oder ob es noch schlimmer ist, als man denkt. Es ist grundsätzlich noch schlimmer. Also müssen sie es akzeptieren. Oder ihre Geräte so modifizieren, dass sie nicht ständig alles weiterleiten. Die meisten Leute wissen wohl nicht, wie das geht. Aber wir wissen das. Bringen wir es ihnen bei. Ich mache ein Wiki auf. Mit Home fange ich an. Okay. So ist fein. Ja, halt die Schnauze. So, okay, also wir fahren jetzt zu den HMP Studios und gucken uns mal diesen Film dort an. Hier steht ein schönes Auto, das nehmen wir mit. Ihr habt gedacht, dieser Film würde gut werden? Tja, ja, klar. Was zum Lachen. Cool, deine Worte. Habe ich echt cool gesagt? Wir wissen nur so viel, Josh. Cyberdriver hat sich als millionenschwere Cyberkatastrophe herausgestellt. Du willst mich nur auf die Palme bringen, mit dem Wort. Oh nein, keine Palme, Mann. Ein Bonsai vielleicht? Wieso lässt Galilei sowas zu? Das ist Rufmord. Du meinst Cybermord? Versuch es nur weiter. Ich werde das nie komisch finden. Mal ganz ehrlich, wenn sie die Szenen schon für den Trailer aussuchen, tja, dann ist der Rest totaler Scheiß. Und dass sie DeathSec aufs Korn nehmen, ist seltsam. Na, Chicago war eine Riesensache. Stimmt. Trotzdem keine Sorge. Du und ich, wir werden über den Datenhighway streifen auf der Suche nach wahrer Cybergerechtigkeit. Komm, Josh, das wird eine Menge Spaß machen. Und ich verspreche, dass ich nicht mehr Cyber sage. Weißt du, all das hier, das wird die Cyberwelt verändern. Er hat Cyber gesagt. Okay, whatever. Ich wollte mal gerade noch schauen, ob ich jetzt inzwischen meine Collector-Items irgendwie aktiviert kriege.
Die Option bestimmt nicht. Premium-Inhalt? Nee. Da, nicht installiert. Der müsste aber eigentlich installiert sein. Naja gut, keine Ahnung, ich gucke da später nochmal nach. Denn irgendwie hatte ich ja so ein komplettes Outfit auch bekommen. Und das würde ich mir gerne mal anlegen. Aber naja, jetzt gibt's erstmal Wichtiges. Aua, aua. Okay, das kam unerwartet. Ich habe gedacht, durch das Tor könnte ich durchfahren. War ein großer Fehler. Und da sind wir, Hook Motion Picture Studios. Okay, HMP. Da sind wir also, aber wir werden hier jetzt noch nichts großartig unternehmen, denn das werden wir erst im nächsten Teil tun. Danke fürs Zuschauen. Und im nächsten Teil werden wir Hook Motion Pictures infiltrieren, um dort irgendetwas zu tun. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.